Neuer Part, neues Glück, willkommen zurück bei Risen 3 Titanlords. Ja, wir haben schon ziemlich viel geschafft, Leute. Kalador ist ein Monster, eigentlich ziemlich gut befallen, wenn wir behaupten. Tarani ist eigentlich mehr oder weniger auch, war zumindest das Wichtige. Und die Frage ist halt vor allem, können wir uns jetzt von Magnus zum Wächter befördern lassen? Klappt das bereits? Mal schauen. Bin ich bereit, zum Wächter befördert zu werden? Lass mich überlegen. Du hast Maurizio dabei geholfen, das Wasser der Umgebung zu untersuchen. Du hast mich im Kampf besiegt. Das zeugt von deiner Kraft. Ich habe gehört, dass du einen Schattenlord getötet hast. Sehr beeindruckend, aber das alleine wird nicht reichen. Der Magier Ilva sagt, du hast dich hier im Lager nützlich gemacht. Du hast Maurizios Prüfung bestanden. Das ist ein Punkt, der für dich spricht. Gordon sagt, du bist für ihn bis nach Kalador gereist, um besonderes Erz zu holen. Das können wir gut gebrauchen. Du bist eine echte Hilfe hier im Lager und lernst schnell. Stark genug für einen echten Wächter bist du auch. Haben wir es endlich geschafft? Ich kann es kaum fassen. Wie geht es jetzt weiter? Glaub nicht, dass wir dir jetzt eine riesige Zeremonie bereiten. Geh und melde dich beim Schmied Gordon. Er soll dir deine Wächterrüstung geben. Ohne sie ist es dir nicht erlaubt, dich Wächter zu nennen. Alles klar. Juhu, wir werden Wächter. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Schwermeißel lernen, ja, dann kam schon von 20 Bonus. Nahkampf 100, Alter. Ach, der ist noch zu viel, wa? Ich bin noch nicht gut genug. Scheibenkleister, ey. Warte mal ganz kurz, Leute. 70 und 50. 50er hätten wir, wa? Aber Nahkampf 70 brauche ich hier. Also nicht die Werte rechts und das links hier, aber steht Nahkampf 63. Da brauchen wir 70 Stück. Ja, leck mich doch am Sack, ey. Das kann eine Weile dauern. Gut, einen Einfluss müssen steigern. Uiuiui, was man hier noch alles machen kann, ey. Das Spiel muss eigentlich doch eine Weile dauern, weil wir waren jetzt schon auf den meisten Inseln und so, und trotzdem erst ein Wert von 63. Was fehlt denn noch alles? Wir machen ja so viele Ruhmpunkte, das ist ja puf. Gordon! Magnus schickt mich wegen einer Rüstung. Hat Magnus dich also zum Wächter gemacht, hm? Du hast es dir verdient, wenn du mich fragst. Jetzt gehörst du zu den festen Reihen der Wächter. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Na, ah, sind wieder viel aber immer das Monokel an? Lass uns handeln. Kann ich bereits was Besseres kaufen? Ich führe die Leute nicht, wa? Nö. Ah, vielleicht hier. Wow, alter Wächterhelm, alles besser, Uniform. Also sogar weniger, minus 5. Trotzdem mal gucken, wir haben genug Geld von dem her. Die Wächterstiefel. Ja, wir Schlösser knacken zwar, aber... den will ich mir verkaufen, dem her, ne, mein Onkel behalten wir scheinbar. Verdammt. Aber Leute, wir sind jetzt Wächter. Ist das geilo. Matiko. Genau, das Gründungsschwert, Link haben wir eben noch die langläufige, die macht ja. Ja, ist halt Pistolen, wa? Hat immer 50 Schaden. Naja, gut, Kopf. A3 Spitz plus 3, Kadettenhelm plus 3, aber der ist halt plus 4 plus 5, der ist so viel besser. Wächter, der ist natürlich auch cool, oder versinkt Magie sicher. Nee, Wächter ist cooler. Wächter-Style. 5, 3, 3 momentan, wa? Ja, doch, das ist etwas gleich. Ja, einschalten halt noch, wa? Mit der Magie sicher noch, man gibt es hier Uniformhose. Das gleiche war. Warum so viel Einschüchtern glaube ich nicht, war. Dann haben wir die Wächterstiefel noch, da ist das gleiche. Oh, passt immer im Farbblatt dazu. Ja, der Schurkeneinhalt, war. Schlossknacken plus 10 kann immer gut sein.
Wobei kannst du doch immer wieder ein bisschen hin und her switchen. Theoretisch. Schon was Neues hier? Nicht Besonderes, wa? Nee. Ein Kristallring. Was bringt der Rest? Auch nicht so, wie ich gerne hätte. Tja. Jetzt sind wir also ein Wächter. Leck mich doch am Sack, hey. Sonst haben wir nicht viel mehr Punkte, wa? Soll ich jetzt für den Nahkampf noch ein bisschen mehr sparen, wa? Aber da unbedingt die 70 Punkte für weitere Kampfkünste. Mache doch ein bisschen Magie noch, aber bei Kristallmagie ist schon über 70. Mit 71 aber zwar auch schon. Ja, jetzt kommt langsam die Qual der Wahl, wa? Natürlich soll es trotz allem ein bisschen ausgeglichen sein. Ja, schwierig, schwierig, Leute. Magnus, ich bin jetzt Wächter. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Na, geh immer nicht, toll. Wollen wir ganz kurz? Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Ah, List was 50, gut. Die haben doch schon 50. Nein, fehlt ja auch noch Scheimkleister. Wir haben zu wenig List. Ja, gut, mache das mal. Jetzt haben wir zumindest das hier. Fehlt nur noch Nahkampf, Alter. Nur noch ist gut. So, gespeichert. Sehr schön, haben wir sonst noch etwas in Kalador zu erledigen. Also Kalador sage ich schon, Taran ist natürlich momentan. Glaube ich nicht, wa? Der Käse ist irgendwo dort rechts drüben, wenn ich dorthin komme, keine Ahnung. Einfach geht's jetzt, wenn ich Wächter bin, wa? Könnte natürlich sein. Dann blickt der Magie um Sinn. Und der Blick des Goldes ist. Den reicht er schon. Aha. Ist vielleicht runter, wa? Man spricht ein Stockwerk tiefer, Kristall im Schatten. Tja. Nehmen wir es was, machen anders mal. Jetzt erstmal zurück nach Kila. Da schaut es von Captain Finch. Da soll ich etwas. Und dann, was war es denn noch? Ich dort hinten, war. Und dann war da noch irgendwas bezüglich halt dem. Ne, Kristallportale nicht. Das Geistritual war es, glaube ich, war. Zahn, ich das große Tor, Nervensee, genauso war das alles noch. Oh ja, also dann Leute, zurück nach Kila. Falsch. Richtig. Hey, ich hörte, der abtrünnige Piratenkapitän Morgan ist in der Nähe gesichtet worden. Dieser alte Haudegen scheint völlig durchgedreht zu sein. Man sagt, seit die Schatten da sind, wendet er sich sogar gegen seine eigenen Leute. Also wird er bei uns keine Ausnahme machen. Heißt das, dass wir uns für eine Schlacht gegen ein vollbesetztes Piratenschiff wappnen müssen? Richtig. Ich fürchte, sobald wir in See stechen, wird er uns angreifen. Bereite dich besser darauf vor. Das sind natürlich Überraschungen. Wie soll ich das machen? Hier ist es nicht. Seeschlacht gegen Morgan. Vorbereitet sein, du bist lustig. Was mir wäre neu, dass ich irgendwie das Schiff upgraden könnte. Tja Leute, was sagt die Zeit gerade? Ich gucke in den ersten Minuten rum, okay. Speichermann stechen wir in den See, wa? Wird schon irgendwie gut gehen. Wenn es halt in die Schiff geht, können wir den Speicherstand laden und dann müssen wir halt sonst schauen, wa? Die Nebelinsel machen wir ziemlich am Schluss noch. Erstmal ab nach Kila. Wie sollen wir uns auf eine Seeschlacht vorbereiten? Können das Schiff nicht irgendwie upgraden? Oder geht das doch? Habe ich jetzt noch nirgends einen Hinweis gesehen oder irgendwie einen Balken wegen, ja, upgraden und so? Oh, den kennen wir doch. Mann!
Tja, Angel ist mal richtig ins Eingemachte hier, wa? Verdammte Scheiße, sie haben eine Bombe! Nein, nicht noch eine! Muss schnell gehen! Na klar, die können sie einfach so hintragen, ist klar. Ja, war so nicht in der Nähe, aber ist egal. Komm schon! Ey, Alter, wieso setzt du nicht ein? Ich will die Magie einsetzen, aber macht's irgendwie nicht. Ah, jetzt! Ja, sag ich auch. Ja, komm nur morgen, komm nur. Mann, Alter, das langweilt mich langsam. Wow. Jubel, Jubel, Jubel! Alles in dem Mund dagegen, ist doch cool! Das war alles? Also, das Kopf wäre ein bisschen anspruchsvoller. Naja. Idioten, was haben Sie denn gedacht? Ich möchte gerne wissen, was Captain Morgan den abtrünnigen Piraten für ihre zweifelhafte Loyalität bezahlt hat. Nicht genug. Jetzt werden sie unter unserer Flagge segeln oder sterben. Gut so. Wir können ihre Kampfkraft auf See gut gebrauchen. Was? Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew... Ja, ja. Mensch, muss ich erstmal speichern, ey, weil mir das ganze Spiel abstürzt. Okay, war interessant, muss man so zugeben. Jetzt habe ich noch was anderes bekommen, wa? Ist das wirklich so alles schlecht bei dem? Gut, der Mantel vom Morgen geht eigentlich noch, aber... ja, scheinbar hat der Morgen nicht gerade viel zu bieten. Oh, klingensicher. Ist ja nur ein Punkt, aber immerhin, wa? Jetzt mal gucken, sind wir hier auf Kila, genau, was wollte ich jetzt genau machen? Erst mal natürlich noch in dem schwarzen Herzen gucken, wa? Gibt immerhin mehr Blutwerte. Nur matt dabei. Die hilft dir nichts. Irgendwas das Kleine hier wird es ruhig reichen. Wo sind die Äffchen? Hallo, ich brauche einen Äffchenknochen. Na, super. Mann! Pass doch auf, was du machst. Ja, wollte gar nicht. Entschuldigung. Sag mal, gibt's gar keine Äffchen mehr? Meine sind zwar, wir sehen schon ein bisschen tot aus. Na, supi. Wo sind jetzt hier die Äffchen, die ich suche? Und nicht die Äffchen, die ich rief.
Nö. Ich sehe keinen, verdammt, wo sind die überall? Kann es sein, dass die nicht unendlich sind, also sprich nicht neu spawnen, die Äffchen? Falls ja, dann hoffe ich zumindest, dass es so viele unschuldige Äffchen gibt, wie es auch Titanenlords gibt, also sprich Schattenlords, weil sonst wäre es ein bisschen sehr fehl. Hier, ein Äffchenknochen und ein schwarzes Herz. Reinige es. So sei es, Gucho. Hier ist ein schwarzes Herz. Dankeschön. Tja, dann Leute, wohl bekommen es, wa? Wo haben wir es denn? Ah, hier das schwarze Herz. Maximales Blut natürlich. Minus Seelenpunkte ist mir aber scheißegal, als einfach 170. Blutpunkte. Sehr schön, ich muss mal sagen, wenn wir das Ende des Partys sind, sind noch 4-5 Minuten, gehe ich mal ganz kurz nochmal auf den Speicherpunkt, das sowieso, dann gehe ich zurück zum Schiff, hole mir noch kurz Patty ab. Und gehe dann anschließend, Patty ist hier oben. Wünschst du dir nicht manchmal die alte Zeit wieder zurück? Meinst du die Zeit, als unser Vater ständig betrunken war? Oder meinst du die Jahre, als wir uns alleine durchschlagen mussten, weil er nie da war? Ich denke, es könnten ein paar weniger Probleme sein hier und da. Aber heute sind wir eindeutig besser dran. Tja, wenn du meinst. Anmerkungen zur aktuellen Lage? Ich halte nicht so viel von den Wilden im Dschungel. Sie halten ihre Frauen wie Sklaven und machen auf großen Mann. Wenn ich so einen Kerl hätte, der würde mich kennenlernen. Der arme Mann. Komm mit. Gut. So, ist Matt eigentlich auch noch irgendwo oder kommt er wieder oder... Ich hab keine Ahnung. Spielt von dem auch keine Rolle. Wir gehen direkt runter. Hierhin nämlich, war? Sprich vor das Tor... Hierhin. Weil es müsste ja eigentlich klappen. Wo ist jetzt plötzlich Matt wieder hin? Vater hätte keinen Blick für diese Mauer gehabt. Wie auch? Er war ja ständig betrunken. Stimmt natürlich. Wieder recht. Sag ich ja. Ich habe das alte Wissen gefunden und kenne seinen Sinn. Gut. Dann erleuchte mich mit deiner Weisheit. Das alte Wissen dient nicht nur der Erleuchtung. Es ist vielmehr ein großes Machtinstrument und kann die Geschicke der Menschen bestimmen. Das sind wahre Worte, Gucho. Ich sehe, du verstehst die Worte unserer Altvorderen. So sei dir der Zutritt ins verbotene Tal gestattet. Warte hier. Ich öffne das Tor. Geh nun. Doch sei vorsichtig. Viele Gefahren werden auf dich warten. Jenseits dieses Tores ist vieles nicht, wie es zu sein scheint. Verliere niemals den Blick für das Wesentliche. Dann wirst du deinen Weg meistern. Jawohl, gut schon. So, wo ist eigentlich unser Kumpel? Matt, jetzt können Sie langsam mal mitkommen, du willst sowieso da rein. Trottel, hey, das Geistritual war, genau, war ja etwas. Der Reaktor, rekrutiere Chani. Die soll irgendwo sein, wa? Okay, die ist bereits da. Hätten wir das Problem ja auch schon gelöst. Rekrutiere Zacharias. Wenn Sie mir irgendwie helfen, gut, wir haben natürlich auch schon. Vor allem jetzt, wo wir Wächter sind, gut, nur ganz kurz, wo jetzt der richtige Ort wäre, also hier. Gut, hätten wir das auch. Jetzt natürlich mal noch schauen. Das war der Schatten. Hier war doch noch etwas. Nö, Entschuldigung, das war der falsche. Ich sehe was, was du nicht siehst. Aha. Das war natürlich das Falsche. Männer beziert es noch nicht schlecht. So. Dafür muss ich hier hoch. Okay. Urseegos Flammenauge. War das auch hier? Ja, wahrscheinlich haben wir sie bereits. Und der Schatz sehen, der war doch auch irgendwo hier oben.
Was ist eine andere Insel? Ups. Entschuldigung, mein Fehler. Okay, wie gesagt, Klappe zu, Affe tot. Das ist hier oben. Da ist aber auch die gute Chani noch. Und schon nicht so. Der Matt kommt jetzt der auch noch? Oder muss. Da macht sowieso, wa? Weil die Mission Matt ist gar nicht mehr hier. Wir haben Crew, wir haben. Die Nervensäger doch. Na, wird er auch hier hin, wa? Wo ist denn jetzt er? Der steht noch hier rum, ja, nicht schlecht. Gut, mal schnell holen. Menschenskind, ey. Tja, und dann, Freunde, ist der Part schon wieder mal zu Ende. Wir können den nächsten Part dann endlich aufbrechen. Hin das große Tor und schauen, was uns dort erwartet. Moment mal, du willst den Tempel doch wohl nicht ganz alleine plündern, oder? Ich glaube, ich komme besser mal mit. Warum können nur Männer Krieger werden? Frauen kämpfen mindestens genauso tapfer. Vielleicht ändert sich ja ihre Meinung, wenn du den Häuptling verprügelst. Sehr witzig. Das war kein Witz, das war mein todsicher Ernst. Naja, dann schauen wir von Captain Finch, was soll denn der sein? Ah, da drüben gibt's so viel noch. Verrückt, wa? Ja, okay, muss ich notieren, dass es noch so viel gibt zu tun für uns. Und, jo. Will man sagen. Danke fürs Zusehen. Und im nächsten Part geht's dann hier weiter mit Matt, mit Patty und hoffentlich mit vielen neuen Abenteuern hier bei Risen 3 Titan Lords. Bis dahin. Ciao zusammen.